Jo, geht nichts los hier. Und dann kommst du zu mir hin und dann bist du bei mir stehen und dann schnackt wie es mal. Moin Leute, ja, was entsteht hier? Ich sage nur eins. Zusammen mit Granitparts, kennt ihr bestimmt, ne? Das ist ein Werkstattausstatter, Ersatzteile kriegt ihr da im KZ, im Landmaschinenbereich und so weiter und so fort. Zusammen mit denen entsteht hier Kenos Playground. Was ist Kenos Playground? Das wird die Schrauberhalle von mir. Hier wird auf jeden Fall eine Menge Action passieren. Unter anderem werde ich euch zeigen, wie ich mein Corrado hier umbauen werde. Und der ein oder andere Gast wird dann auch mal vielleicht zu Besuch kommen. Also, bleibt schön am Start, wenn es heißt Play Kenos Playground geht live auf Bugbase Live. Ne? Also, und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ne? Also lasst uns mal hier die Spiele beginnen. Ja, ich muss jetzt weitermachen, sonst hier von alleine wird er nicht fertig. Ne? So, bis dann. Was ist denn hier los? Alter, hier ist kalt drin. Muss ich hier was machen? Oh, leise. Wer soll denn die Balken da tragen? Ich? Junge, ich setz mich da drauf, dann kannst du uns beide durch die Gegend tragen. Workout hier, Alter. Siehst du, das kann gleich so ein paar Bizeps kurz. Ja, ich setz mich da jetzt mal drauf, mach den Kanister. 12 Sekunden später. Hey, Kino. Kino, ich hab hier noch eine Spezialaufgabe. Wir müssen bei dir noch was testen. So mäßig Würgereiz und so. Würgereiz? Dann zieh ich mir gleich mal rein hier. Ist ja, Vanille? Mit Vanillegeschmack? Nee, leider ohne. Du musst einmal kurz wieder auf und am besten nicht gleich würgen und schön weit aufmachen. Ja, ich, leider schon zu oft gemacht, die Scheiße. Und ich kann's immer noch nicht ab. Komm, gib Gas. Ich hab extra nicht gefrühstückt. Jedes Mal das Gleiche. Und jetzt sind die anderen dran. Einzige, was so geschlungen wird, ist die Olle Krakauer. Ich schieb mir den und dann. Soll ich mich drücken? Und jetzt mit dem Mund schön weit auf. Perfekt. Aber nicht jeder hat diesen Bürgerwelt. So Leute, hier geht's los. Kenos Playground entsteht hier. Richtig geil. Und wisst ihr, wie das aussieht? Nein. Aber ich erkläre euch das jetzt. Also passt mal auf, guck mal. So, also hier darf man sich das so vorstellen, ne? Zwischen dem blauen Balken und dem blauen Balken. Bis da hinten! Das an die Wand sind das ungefähr 80 Quadratmeter. Plus, minus 1. Ne? So, hier vorne kommt ein Tor hin. Mit Schiebetüren, ne? Genau, mit Schiebetüren. So, ungefähr 3 Meter breit wie das hier. So, ne? Komm mal mit. So, das ist hier die Main Area. So, das ist der Bereich, wo ungefähr man rumliegt. Also hier so ungefähr, denke ich mal, mit der Hebebühne hinkommen. Warum hier vorne? Ganz einfach. Wenn ich sie da hinten hinmache, wird sie mich nur stören. Weil da hinten, da ganz hinten, da wird die Werkbank hinkommen. Und meine Chill aus. What? Und meine Chill aus. Bro, what are you talking about, man? Area. Ne? Bisschen zum Abhängen. Nein, Quatsch, da hinten kommt die Werkbank hin. So. Dann hier, in diesem Bereich, wird dann in Zukunft, ich sag immer, der Montagebereich werden. Das heißt, hier ist geplant dann mal
Reifen aufziehe, Wuchtgerät und solche Sachen, die kommen hier in diesen Bereich hin. Macht Sinn, weil die Hebebühne ja hier ist. Man will ja nicht ewig weit laufen damit, ne? Richtig. So, dann komm mal mit hier. So, den hinteren Bereich für die Bühne. So, und hier ungefähr bis hier, müsst ihr euch vorstellen, wird der Bereich nochmal überdacht, Jan, ne? Ja. Genau. Das machen wir dann hier mit den dicken Balken. Und warum machen wir das hier überdacht? Nicht nur, weil das cool ist, nein, weil hier oben so ein kleines Lager hinkommt, so für Stoßstangen und. Wenn man halt ein Corrado jetzt zum Beispiel wieder zerlegt, jetzt der Allradumbau, der zum Beispiel geplant ist, werden ja diverse Sachen abgebaut, damit das nicht im Weg ist, kommt hier oben so ein kleines Leichtlager hin, sag ich mal. Ne? Also kein Schwerlastlager, aber so halt für Stoßstangen und so kleines Anbauzeug, Sitze, kennt ihr ja. Ja, dann, was brauchen wir noch? Kompressor wird hier wahrscheinlich noch stehen. Ja, und dann gibt es aber so ein paar Frostbeulen für die. Hier kommt sogar eine Heizung hin. Ja. Ja, für dich. Ja, damit du nicht so frierst. Ja, genau. Ich besorge eine Heizung mal. Deinetwegen, es kommt jetzt ganz gerade aktuell ganz neu zum Projekt dazu. Ne, Kenos Playground kriegt eine Heizung für viele, damit er sich den Arsch abfriert. Ja, das geht gar nicht. Ne? Für den Arsch abfriert. Ja, früher hat man gesagt, man muss sich warm arbeiten. Ne? Aber heutzutage ist das alles ein bisschen anders. Müssen wir Heizung haben. So, und was haben wir denn noch? Puh, ja. Ja, also die Platten, ne, die Wände, werden mit den OBS, ne? USB-Platten gemacht. Schön so glatt hier, ne? Und dann wird hier das ein oder andere Logo auch noch erscheinen. So da hinten wird so eine kleine Logowand machen, so mit Granit zum Beispiel. Granitplatz, weil die sind ja immer mein Hauptsponsor hier. Danke nochmal. Und ja, alles andere entsteht dann halt so. Ihr wisst ja da selber, wie das ist. Ne? Wenn du halt so eine Werkstatt hast, ist halt jetzt nur das grobe Konzept. Ne? Aber es kann sein, dass das ein oder andere sich nochmal ändert. Aber Hebebühne, Werkbereich, Schildbereich, Dach, das steht schon mal. Und zur Konstruktion, wie das hier mit den ganzen Balken so noch versieht, hier muss Jan, der erklärt euch das, weil der hat das hier alles ausgetüftelt. Jan, erzähl. Ja, wir haben geplant, hier mit 12x12 KVH-Holz einmal das Grundgestell zu machen, ein paar auf dem Boden, mit jeweils 3 Ständern hochkant, wieder oben drüber wieder 12x12 KVH-Holz und dann werden wir von innen mit OSB die Wände aufstellen quasi. Die OSB-Platten gelten als Wände. Dann haben wir innen eine schöne glatte Seite rundherum, vorne kommt ein Querbalken oben drüber, dann machen wir ein schönes Schiebetor vorne hin, auch aus OSB-Platten, dass man hier einen sauberen Abschluss hat, dass man hier wirklich einen Raum hat als Werkstatt, wo Keno auch seine Sachen ausüben kann, sprich Corrado zerlegen, Motoren zerlegen, wie auch immer, ein bisschen chillen hier, wie auch immer, was er alles vorhat. Dann hat er hier einen perfekten Raum dafür und kann alles hier nutzen. Und keiner kann von außen irgendwie mal Sachen sehen, die vielleicht noch ein bisschen geheim sein sollen. Ja, jetzt brauchen wir Personal, um anzupacken, wenn wir die Balken jetzt oben drauf kriegen. Wir sagen, wir machen einfach ein kleines Päuschen. Ja,